Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zum sogenannten Ritual der Roten Tür. Bevor wir beginnen, will ich noch einmal für alle, die mein letztes Ritualvideo nicht gesehen haben, darauf hinweisen, dass von heute, dem 19.10.2020, bis Samstag, den 24.10.2020 und vom 29.10. bis zum 31.10.2020 Ritualvideos kommen werden, die sich zum Großteil mit Geistern und Dämonen beschäftigen. Da manch ein Ritual eher kurz ist, kann es durchaus vorkommen, dass manche dieser Ritualvideos nur 3 bis 5 Minuten gehen. Nur damit sich niemand wundert. Und jetzt viel Spaß beim Ritual der Roten Tür. Nun denn. Bei diesem Ritual paktiert man indirekt mit einer höheren Macht. Ob das nun ein Dämon, ein Geist, das Schicksal oder sonst was ist, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Es ist unterm Strich nicht allzu schwer durchzuführen, aber vermutlich scheitert es bereits an der Vorbereitung. Warum, erfahrt ihr gleich. Vorher weise ich noch darauf hin, dass solche Rituale mitunter sehr gefährlich sein können, weshalb ich dringend von der Durchführung abrate. Ziel dieses Rituals ist es, großen Kummer bzw. großes Leid loswerden zu können, bzw. dieses auszugleichen, indem man 7 Tage lang vollkommenes Glück erlebt und von Leid befreit wird. Ihr braucht zur Durchführung des Rituals nichts weiter als ein verlassenes Haus mit einer roten Tür. Und genau das meine ich mit, es scheitert wahrscheinlich an der Vorbereitung. Ich persönlich kenne kein verlassenes Haus mit einer roten Tür. Und es ist grundlegend wichtig, dass die Tür rot ist. Versucht es keinesfalls in einem Haus, dessen Tür eine andere Farbe hat. Die Tageszeit spielt in diesem Fall übrigens keine Rolle. Hast du ein Haus mit einer roten Tür gefunden, dann klopfe 7-mal an diese, jeweils mit einem Abstand von etwa einer Sekunde. Versuche nun, durch die Tür zu gehen. Lässt sie sich öffnen, dann beginnt hier das Ritual. Lässt sie sich nicht öffnen, dann versuche es keinesfalls erneut. Bist du durch die rote Tür in das Haus gegangen, wirst du jetzt in einem großen Raum stehen, der keine Fenster hat. Es wird sehr dunkel sein. Trotzdem erkennst du, dass in diesem Raum Möbel stehen. Bald schon wirst du ein Bett erkennen. Lege dich in dieses Bett, decke dich zu, schließe die Augen und bewege dich nicht. Warte einfach ab, was passiert. Nach einiger Zeit wirst du eine flüsternde Stimme hören, die dir Folgendes sagen wird. Nun ist alles vorbei. Wichtig ist, dass du die Augen erst wieder öffnen und dich erst wieder bewegen solltest, wenn du diese Stimme bereits gehört hast. Sobald du die Augen geöffnet hast, stehe auf, wende deinen Blick direkt zur Tür, gehe auf sie zu und dann hindurch, ohne dich einmal umzudrehen. Gehe jetzt nach Hause. Rede mit niemandem darüber, was du gerade gemacht hast, sondern lege dich ins Bett, egal wie spät es gerade ist. Schlafe nun mindestens 1 Stunde. Sobald du wieder wach bist, wirst du feststellen, dass das Ritual erfolgreich war und du von allen Sorgen befreit bist. Hinzu kommt, dass du 7 Tage lang Glück haben wirst. Oder auch nicht. Denn die dunkle Seite des Rituals ist, solltest du irgendetwas falsch gemacht haben, dann wirst du jetzt 7 Tage lang unsagbar schreckliches Leid ertragen müssen. Und das war Ritual Nummer 1 von insgesamt 9. Wie gesagt, es war leider sehr kurz. Aber dafür zeigt es gut, was solche Rituale bewirken können. Egal wie gut ein mögliches Ergebnis auch sein mag, die Schattenseiten und die Gefahren sind mindestens genauso groß, sei es nun aus spiritueller Sicht oder einfach nur aus psychischer Sicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.